Salvete, meine edlen Patrizier und Plebejer, schön, dass ihr wieder einschaltet zu Total War Rome Remastered. Ja, es gibt einiges zu tun. Es gibt mal wieder einiges zu tun, einige Kämpfe. Ich habe nochmal die letzte Aufnahme durchgeguckt, da wir ja wissen, dass... da ich wissen musste, was für Gebiete wir durch haben. Wir haben die Inseln Iberien, Gallien und Großbritannien durch. Das ist schon mal sehr gut. Aber natürlich noch nicht vollumfassend ausreichend. Von daher machen wir, würde ich sagen, bei den Kämpfen hier weiter. Starten wir zuerst... Weiß ich gerade nicht, wie gefährlich das am Ende des Tages nicht ist. Wir haben dort ja immer noch die Pest. Das ist ja das große Problem. Aber gut, wir müssen das Problem regeln. Wir müssen das Problem schleunigst regeln. Wen haben wir denn hier? Wir haben Hauptmann Var und wahrscheinlich unterstützt durch Hauptmann Mentmatre. Und im Hintergrund auch Hauptmann Tutmose. Okay, und da kommen schon die nächsten, aber tatsächlich Generäle. Schlagen wir doch erstmal diesen Haufen zurück. Ich bin gespannt, ob sie Unterstützung bekommen. Nein, bekommen sie nicht. Weiß ich jetzt noch gar nicht, wie gut mir das gefällt. Weil wir hätten sie natürlich schön aufarbeiten können. Wir hätten sie schön aufarbeiten können, aber... Naja. Müssen wir schlichtweg so handhaben. Weil natürlich jetzt mehr Möglichkeiten bleiben, um weitere Einheiten zusammenzuziehen. Aber, ja, und besonders, weil zwei Einheiten definitiv nachrücken. Bei den anderen müssen wir schauen, ob sie... wie weit sie entfernt sind, dass sie nicht auch noch zu Hilfe kommen. Drei Armeen wären heftig. Einheiten auf meinen Befehl warten! Bogenschützen! Leichte Hilfstruppen! Aufschnitt! Beeilung! Rennt! Aufs Schnellste! Einheiten. Haben wir nur... Ich wollte gerade sagen. Bogenschützen, hüpf aufs Schnellste. Bogenschützen. Beeilung. Bogenschützen, Hilfstruppe. Rennt. Rennt. Bogenschützen. Bogenschützen. Aufs Schnellste. Bogenschützen, Hilfstruppe. So. Bogenschützen, Hilfstruppen! Aufs Schnellste! Diese Formation ist besser. Sehr gut. Bogenschützen! Bogenschützen, Hilfstruppen! Schieben wir diese Einheiten mal zusammen. Dann natürlich unsere Pferde. Die stellen wir vor die Tore. Die sollen dort warten auf weitere Befehle. Und dann unsere Infanterie. Na? Na. Einheiten, Legionäre, ohne Befehl feiern! Ohne Befehl, Standwache! Sehr gut, beginnen wir. Eure Verstärkungen sind eingetroffen. Diese Nachricht bringt Hoffnung mit sich. Ja, noch brauchen wir keine Verstärkung. Nein, die Stadtwachen, gell? Aber die könnten wir dann natürlich auch sinnvoll ersetzen, sollten sie in dieser Schlacht fallen. Jetzt schauen wir gleich mal, dass wir den Feind zurückwerfen. Es hat bisher mal gut funktioniert. Wir haben die Stadt gut halten können. Ich denke, dass das auch diesmal so bleibt. Oh ja, sie wurden von ihren eigenen Leuten überfahren hier. Die ägyptischen Bogenschützen, ohne Rücksicht auf Verluste, reiten sie in ihre eigenen Einheiten rein. Sowas kann natürlich fatal enden. So etwas kann ein fatales Ende nach sich ziehen, wenn man so rücksichtslos in seine eigenen Leute reinreitet.
Wir sehen hinten nur Bogenschützen und Plänkler. Die können wir mit unserer Kavallerie leicht überrollen. Werft eure Speere, schießt eure Pfeile. Hier kommen die ersten Axtkämpfer. Aber sie haben jetzt schon einige Schäden. Wirklich? Die Armee soll stärker sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Reitet doch voll in sie rein. Dieser Marsch, den habe ich noch nie verstanden. Seitdem die Ägypter uns angreifen, führen sie diesen Marsch durch. Ist das schon der Rückzug? Hier rüber. Positioniert euch neu. Nehmt neue Positionen ein. Ausschlaggebend für unseren Erfolg wird natürlich wieder neben unseren Bogenschützen die Kavallerie sein. Die Bogenschützen mittlerweile schon mit viel Erfahrung. Nicht nur sehr gut ausgerüstet, sondern auch viel Erfahrung bringen sie mit. Und ja, natürlich, bei diesen Abschusszahlen, wen wundert es? 7 Verluste auf unserer Seite, wie sind diese... die Reiterei. Möglicherweise. Ihr wollt euch nicht bewegen? Ihr habt dabei einen klaren Befehl bekommen. Ich warte nur darauf zu sehen, dass sie ihre Einheiten wieder zurückziehen. Denn ich glaube, das ist die logische Konsequenz aus dem Ganzen. Sie finden wieder keine, sie haben auch keine Belagerungsmaschinen. Mich wundert, dass sie immer wieder an unsere Mauern rennen. Sind das Bogenschützen? Ja, ja, und zwar angeschlagen. Wir müssen nur versuchen, ihre Nahkämpfer zu umgehen. Da ihre stärksten Einheiten gegen uns, gegen unsere Kavallerie, die Nilspeerträger, werden vorne in den vordersten Reihen im Prinzip, wie soll man sagen, Angriff. Einige zerstörte Streitwägen auch. Sie können hier keinen Erfolg haben. Soll die Bogenschützen? Nicht aufhören! Jetzt wird es gefährlich. Der General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Er hat doch jetzt auch schwere Verluste bei unserer Kavallerie. Das ist natürlich ein Problem. Hoffentlich kommen sie rechtzeitig weg. Wir brauchen diese Einheiten für den nächsten Kampf. Schnell hier rüber. Einheiten.
Rückzug, Rückzug. Zieht euch zurück. Und jetzt greift von hinten an. Oh Gott. Lasst sie fliehen. Lasst sie fliehen, der Erfolg war ausreichend. Der Erfolg war absolut ausreichend. Die Verluste bei den Feinden rapide. Ganz Rom wird über diesen Sieg staunen. Der Tag gehört uns. Wieder eine Armee halbiert. Wieder eine Armee halbiert. So will ich das sehen. Ich weiß noch nicht, wie wir die Pest kontrollieren sollen. Sie ist wirklich ein Graus. Jetzt kommen zwei Armeen, aber wir haben eine Runde Zeit, um unsere Einheiten aufzufrischen. Das muss reichen. Schickt diese Einheiten wieder zurück in den Hafen. Frischen wir die wichtigsten Einheiten auf. Das war eine schnelle Schlacht. Ja, hier kommen die nächsten beiden Armeen. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir Imperator. Wir könnten Halikarnassos angreifen. Flotte bereit. Ich denke, das würde funktionieren. Dort befindet sich Statthalter Nakti Alexander. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Einheiten. General. Zwei Türme bloß. Versuchen wir ihnen heftige Schäden zuzufügen. 907 Einheiten, 200 weniger als bei uns. Und etwas ausgehungert sind sie bereits. Ja, wird nicht leicht. Wird nicht leicht und wir haben nur zwei Türme. Die sind natürlich anfällig. Wenn wir diese beiden Türme verlieren, können wir die Tore nicht einreißen. Ach, schwierig. Diese Männer sind die Diener des Pharao. Sie halten sich für uns ebenbürtig. Ich halte sie für totes Fleisch. Sehe ich genauso. Wen haben wir dort? Unsere stärksten Einheiten. Selbstverständlich attackieren wir das Zentrum. Einheiten, setzt Feuer ein! Gruppen, Einheiten, Bewegung, Bewegung! Das Zentrum ist in Schussreichweite, sehr gut. Einheiten! Einheiten, schneller! Starten wir. Die römische Infanterie zu den Mauern! Rhetorik zu den Mauern! Schnell zu den Mauern. Einheiten! Ihr habt den Feuerfreibefehl. Legionärskohorte! Einheiten, schneller! Ein Teil der Einheiten hier rüber, einen hier hin. Einheiten, Einheiten! Die römische Elite! Wir können leider mit den Türmen nicht auswählen, wen wir angreifen wollen. Können wir den Gefallen tun und irgendwo hinschießen? Ihr steht hier gerade wirklich
als hättet ihr den ganzen Tag nichts zu tun. So, dann geht ihr noch auseinander, damit nicht die Gefahr besteht. Eroberungen von Städten sind immer äußerst kompliziert. Drückt vor. Ein Schritt auf dem Weg zum Sieg ist getan. Die Türme sind an den Mauern. Jetzt kommt zumindest der Gegenangriff auch von unserem Bogenschützen. Da werden sie vermutlich... Noch sind die Türme im Fokus. Sehr gut. Ja, allzu erfolgreich sind sie natürlich nicht durch den Schutz der Mauern, aber es sollte trotzdem gehen. So, schnell, schnell, schnell. Jetzt sind unsere Bogenschützen im Visier, das ist klar. Und hoch da. Und hoch da. Ohne Befehl feuern! Ohne Befehl feuern! Erstmal müssen wir auf die Mauern gelangen. Löst die Schildkrötenformation auf. Und hier rüber. Ja. Die versuchen natürlich noch die Fernkämpfer zu schützen, ist klar. So, jetzt kommt die zweite Einheit reingestürmt. Sehr gut. Hoch. Jetzt müssen unsere Einheiten natürlich erstmal an den Speerträgern vorbei. Aber die kämpfen bis zum Tod. Sie sind schon zerrüttet und nun kommen die Fernkämpfer dazu. Aufs Tor. Aufs Tor. Hört auf. Hört auf. Und hoch. Ohne Befehl feiern! Legionärskohorte. Rennt! Ohne Befehl feuern! Auf ohne Befehl feuern! Ich verpflichte euch regelrecht, diese Einheiten wegzubekommen. Das sind nur Bogenschützen. Nichts weiter. Hoch da. Prätorianische Kohorte. Abschnitzte! Die römische prätorianische Kohorte. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Prätorianische Kohorte. Legionäre. Angriff! Sehr schön. Die Mauern gehören soweit uns. Zurück. Seid so gut und nimmt zumindest diesen Turm ein. Ein paar Speere fliegen noch, ein paar Pili, sehr schön. Den Turm haben wir eingenommen. Das sind immerhin schon mal zwei Gebäude.
Einheiten! Wen haben wir jetzt noch? Wir haben da drin pharaonische Leibwachten, ägyptische Streitwägen. Wer wartet hier hinten? Sehr viel Infanterie. Bogenschützen, Hilfstruppen. Legionäre. Bewegung, Bewegung! Kohorte! Feuer! Stellt euch auf! Feiern! Legionärskohorte! Ohne Befehl, Feuer! Die römische Elite! Aufs Schnellste! Einheiten! Bereit! Feuer! Die pharaonische Leibwache sucht natürlich Schutz. Und jetzt werden sie dazu gezwungen, bis in den Tod zu kämpfen. Zerrüttet sind sie schon. Wen haben wir hier? Wüstenaxtkämpfer. Mhm. Geben wir unseren Einheiten einen kurzen Moment, um sich möglicherweise zu erholen. Platziert euch in aller Ruhe hier unten. Bogenschützen! Ohne Befehl feuern! Bogenschützen! Auf meine Befehl! Bogenschützen, Hilfstruppen! Schnell! Ohne Befehl feuern! Bereit! Feuer! Bogenschützen! Ohne Befehl feuern! Bald. Ohne Befehl feuern! Nun müssen wir den Feind weiter bearbeiten, ja. Feuer. Genau das ist es, Feuer brauchen wir. Wenn sie so töricht sind und ihre Einheiten in unsere Reichweite verschieben, dann werden sie die entsprechende Quittung dafür tragen müssen. Auch die Wüstenaxtkämpfer ziehen sich zurück. Etwas mehr Tempo. Jetzt kommen die Axtkämpfer. Greift an. Da sind sie schnell zerrüttet. Da geben sie schnell auf. Der Feind scheint uns hier ein schmackhaftes Angebot machen zu wollen. Wunderbar. Das nehme ich doch dankend an. Aufstellung, Aufstellung. In aller Ruhe, Aufstellung. Ihr habt es jetzt einmal verscheucht, jetzt wartet einfach ab. Wartet, wartet genüsslich ab. So, wir bearbeiten die Feinde, das ist gut. Das sorgt nämlich auch für massive Moralverluste. Ich weiß nicht, was sie sich denken. Angriff. Rückt vor. Ich glaube, dass wir unsere Ballisten gar nicht in die Stadt bringen können, aber wir können es zumindest probieren. Setzen Sie sich in Bewegung? Sie setzen sich zumindest in Bewegung. Die Wüstenaxtkämpfer kommen natürlich entgegengestürmt. Sie fliehen. Dieses Mal werden wir aber weiter drücken. Dieses Mal werden wir weiter drücken. Oh ja, da geht es direkt ins Zentrum. Legionärskohorte. Legionäre. Einheiten. Einheiten. Römische Elite.
Pretorianische Kohorte. Einheiten! Pretorianische Kohorte! Einheiten! Bewegung! Einheiten! Bezieht Aufstellung. Lasst sie anstürmen. Lasst die Leibwache anstürmen. Legionärskohorte. Ich glaube, dass diese Provokation ein Ende hat. Legionäre. Da kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Zieht euch nicht zurück. Sie legen alles auf einen Angriff. Naja, jetzt wartet mal ab. Was macht Nakti Alexander? Er zieht auf jeden Fall seine pharaonischen Leibwachen zurück. Er zieht alle zurück. Ja, ich dachte schon, wir kommen mit den Ballisten nicht rein. Okay. Ruhig, ganz ruhig. Nutzt die kurzen Verschnaufpausen, die ihr bekommt. Nutzt. Diese Einheiten wollen überhaupt nicht mehr kämpfen. Wo ist hier die? Ah, ein Einzelner. Seht ihr das? Das ist das, was ich meine. Rückt in aller Ruhe vor. Und unsere Kavallerie lasse ich nun auch durch die Straßen preschen. Was mache ich mit... Das wird nicht nah genug sein. Das wird nicht nah genug sein. Die Axtkämpfer haben jeglichen Willen verloren. Lasst euch nicht beirren, Männer. Lasst euch nicht beirren. Da steckt gerade viel Verzweiflung drin. Stürmt. Und jetzt stellt euch dem General. Einen General niederzuwerfen ist nie einfach. Aber er wirft sich hier todesmutig in eine gnadenlose Überzahl. Was haben wir hier? Der feindliche General flieht. Stoßt weiter vor. Es gibt für ihn keine Möglichkeit mehr zu fliehen. Seiner Armee schwindet. Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Nun sollten die Ägypter ihre Waffen niederlegen. Vor dem Untergang stehen. Wunderbar niedergemetzelt, so wie sich das gehört. Und ständig. Aufstellung. Sie werden keine Hilfe mehr brauchen. Die pharaonische Leibwache möchte die Waffen, soweit ich das sehen kann, sowieso niederlegen. Schwankend.
Da wird nicht mehr viel Gegenwehr kommen. Ich werde meine Einheiten dort nicht reinlaufen lassen. Das kriegen unsere Infanterieeinheiten ohne Probleme hin. Und damit ist die Stadt eingenommen. Ohne Verluste, zumindest ohne einzelne Legionsverluste, das ist sehr wichtig. Die müssen wir sofort auffrischen, denn ich denke, die Ägypter werden reagieren. Wir brauchen auch schnell Unterstützung aus Rhodos. Ganz Rom wird über diesen Sieg staunen. Der Tag gehört uns. Ein wichtiger Sieg. Ein wichtiger Sieg, der weitreichende Folgen hat, als man auf den ersten Blick vielleicht erkennen mag. Sehr gut. Mehr als doppelt so viel Verluste beim Feind. Und das bei einer Eroberung, bei der Eroberung einer Stadt, das ist... So muss das laufen. Genau sowas möchte ich sehen. Halikarnassus gehört uns. Wir werden wahrscheinlich... Halikarnassus? Ja, dann werden wir die Siedlung versklaven müssen. Ja. Das Mausoleum von Halikarnassus. Das Mausoleum senkt Gebäudebauzeiten um 20%. Es hat keine Auswirkungen auf Gebäude, die in weniger als 5 Runden erstellt werden. Die Grabstätte von Mausolos, dem Satrap von Karien, befindet sich in Halikarnassus. Sie ist eines der beeindruckendsten und schönsten Gebäude der Welt. Mausolos, ein Satrap, war der Herrscher von Karien in Kleinasien, das damals ein Teil des Persischen Reichs war. Sein Reich war so weit vom Zentrum der Macht entfernt, dass er in allen Hinsichten als autonomer König anzusehen war. Sein Erbe, dieses wunderschöne Grab, war die Idee seiner Frau und Schwester Artemisia. Wahrscheinlich wurde der Bau schon zu seiner Lebzeit begonnen, er wurde jedoch erst 3 Jahre nach seinem Tod abgeschlossen. Ein Jahr später starb Artemisia ebenfalls. Das Gebäude selbst ist einfach und elegant. Durch die ausgezeichneten Schnitzereien und Statuen erlangte es seine Attraktivität für die Reisenden, die ihm einen Besuch abstatten. Bryaxis, Leokares, Skopas und Timotheus, 4 sehr talentierte Bildhauer, arbeiteten an den Dutzenden Statuen, die das Gebäude schmücken. Jeder von ihnen war für eine Seite verantwortlich. Das Mausoleum selbst ist schon bemerkenswert. Zudem ist es zu beachten, dass es nicht den Göttern des antiken Griechenlands gewidmet ist. Da steht es. Da steht es. Dieses Wunder haben wir eingenommen. Sehr gut. Hier ist natürlich jetzt die große Frage, wie nimmt der Feind diese Niederlage auf? Wird er ein neues Ziel haben? Da wir doch nun näher... Dieses Land geht hier durch. Sardes, Ionien, liegt noch dazwischen. Aber wird er weiter Pergamum als Zentrum des Angriffs nehmen? Wir werden... Und eine Armee... Das sollte trotzdem kein Problem sein. Startet dennoch bitte den Angriff auf Antiochia. Die Belagerung. Türme bauen wird länger dauern, aber es befindet sich auch nur eine Einheit dort. Das wird Schmerz verursachen bei den Ägyptern. Und dann könnten wir Phönizien auch noch. Schaffen wir das noch? Phönizien? 2 Einheiten. Befehle? Die Siedlung wird belagert. Ich habe nicht das Gefühl, dass die feindliche Einheit in Reichweite ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie Unterstützung bekommen, nein. Hauptmann Tutankhamun steht allein. Das heißt, diese Stadt wird überrannt. Dann gehört sie uns und dann können wir sie gegen diese Armee verteidigen. Das heißt, der Zustrom aus Süden ist blockiert. Das Ägyptische Reich wird zerrissen. Es wird zerrissen. Sonnenaufgang sehen, werden auch ihren Untergang erleben.
Eine spannende Frage. Wartet auf meine Befehle. Römische Elite. Schnell! Das ist wahrscheinlich der mit Abstand umständlichste Weg ins Zentrum. Ja. Erste Kohorte! Schnell! Prätorianische Kohorte! Schnell! Prätorianer! Schnell! Bogenschützen! Hilfsgruppen! Einheiten! 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 Sie werden dort keine Einheiten haben. Römische Elite! Sie werden schlichtweg keine Einheiten auf den Mauern haben. Einheiten, 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 Gruppenformation. Einheiten, schnell, schnell. Beginnt. Zu den Mauern, zu den Mauern, auf zu den Mauern, auf zu den Mauern. Ja. Wie ich erwartet habe, alles im Zentrum, na? Na, mir befindet sich hier. Sie befindet sich nicht wirklich dort. Unsere Belagerungstürme haben die Mauern erreicht. Es wird hart gekämpft werden, um die Verteidigung zu überwinden. Das glaube ich kaum, dass hart gekämpft werden wird. Oh ja, einige Einheiten haben wir verloren, natürlich. Aus den Türmen schießen sie und sie ziehen alle Einheiten ins Zentrum zurück. Wie kommen wir am schnellsten ins Zentrum? Über diesen Pfad hier, über die linke Flanke. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Und jetzt runter da. In aller Ruhe. Auf Schnellste! Schnell! Kohorte! Beeilung! Ich denke, ein aggressiver Push in die Mitte wird alles erledigen. Nehmt die Mauern, der Rest ist Formsache. Unsere Bogenschützen brauchen wir nicht. Kohorte! Schnell! Legionäre! Ich denke, es wird entscheidender sein, unsere Einheiten Stück für Stück rein, Prätorianer, an den entscheidenden rein. Punkt zu bringen. Einheiten! 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 Weil dieser Kampf bereits erledigt ist. Wir haben die Mauern überwunden. Wir werden natürlich noch weniger Verluste erleiden können, wenn hier die beiden haben durch die Türme Verluste erlitten. Unsere Reiterei brauchen wir hier nicht. Es ist gut, wenn wir sie zurückhalten, denn es werden Angriffe folgen. Es werden definitiv Angriffe aus dem Süden folgen. Kohorte! Setzt euch in Bewegung. Wen haben wir hier? Ein Missverständnis. Selbstverständlich. Ohne Befehl feuern! Das ist ja fast schon zu gut, dass wir direkt diese beiden Einheiten am Anfang haben.
Rückt ins Zentrum vor. Die pharaonischen Leibwachen sind ausgeruht, ja? Stellt euch auf. Ihr dürft eure Pili nehmen. Ihr dürft sie nutzen. Seid vor der Phalanx gewarnt. Sie spießen gerne Soldaten auf. Und werft. Viele Verluste bei den Feinden. Sehr gut. Ja, die Verluste sind rapide bei unseren Feinden. Das kann Wunder wirken. Den Feind zum Laufen. Ja, doch einige Verluste. Die pharaonische Leibwache zeigt, was sie kann. Sie ist eine der stärksten Einheiten der Ägypter. Wundern tut es mich nicht. Vorrücken. Nun sind die Verluste schrecklich. Nun sind die Verluste schrecklich, ja? Und die müssen sie erstmal verdauen. Auch wenn sie sich Stück für Stück den Weg vorbahnen. Der Hauptmann ist verstorben. Interessant, wie sie sich doch einen Weg durchgebahnt haben. Vernichtet werden sie trotzdem. Es sind doch noch beide Einheiten. Sie wollen es bis zum Schluss austragen. Ja. Dies ist ein unter 100 Verluste. Die perfekten Voraussetzungen für den nächsten Kampf, für die Verteidigung von Phönizien. Wir haben nun an mehreren Stellen das Ägyptische Reich bearbeitet, an mehreren Stellen, und zwar sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir sogar noch einen Angriff vor, und zwar an der Grenze zu Parthien. Oh, die Ägypter werden so viel an Reichtum verlieren in dieser Runde, so viel. Dort ist auch noch eine Armee. Okay. Gut. Haben wir vorerst erledigt. Kümmern wir uns nun um den organisatorischen Teil. Wir haben 3 Kämpfe gewonnen. Den Ägyptern, also wirklich maximale Schäden zugefügt.
Hier scheint alles noch in Ordnung zu sein. Das ist sehr, sehr gut. Ah ja. Ihr habt auch die neue Rüstung. Mhm. Hier ist alles in Ordnung. Wo könnten wir einen Statthalter gebrauchen? Junger Mann, wo könnten wir euch gebrauchen? In Juvavum. In Juvavum können wir euch gebrauchen, ja. Wir müssen schauen, dass wir unsere Statthalterschaften vom Zentrum aus ausbreiten. Müssen wir zusehen? Ich hatte bloß gerade ein komisches Geräusch vernommen. Das sieht alles sehr gut aus. Diese... Euer Gnaden? Ja. Wein. Aha, Sian. Sian, für ihn haben wir zumindest eine neue Position auserkoren. Das ist gut. Aber was mache ich mit dem zweiten? Ich glaube, ich schicke ihn... Nee, die sind alle belegt. Ich schicke ihn eher Richtung Gallien. Ja, jetzt wird natürlich wieder... Nachdem wir jetzt reichlich gekämpft haben, müssen wir uns wieder um den organisatorischen Teil kümmern. Italien haben wir so gut wie durch. Jawohl. Erwarte Befehle. Sofort. Und dann kümmere ich mich um Germanien. Naja, gefällt mir gut auf der Karte. Wir sehen, wie wir die Ägypter Stück für Stück abdrängen. Das ist wichtig. Sehr wichtig. Eigenartig, dass er den Weg nach Juvavum nicht am Stück schafft. Die Straßen sind normalerweise sehr gut ausgebaut. Steuern ein wenig runter. Hier haben wir keine Möglichkeiten. Auch ein wenig runter. Ja, die Verdienste sind sowieso so groß, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn wir hier die Steuern ein wenig senken. Bitte? Ja. Ich meine, seht es euch an. Seht euch die Einnahmen an. Fast 70.000 in der nächsten Runde. Wir haben überhaupt nichts zu befürchten. Wir haben hier nirgendwo einen Diplomaten. Kann ich etwas tun? Oh, wir sind... Oh, okay, wir sind davon ausgegangen, dass er diesen langen Weg geht. Oh ja. Mhm. Aber hier haben wir auch noch welche. Also das hier Ziegenlager und Aquincum haben wir noch hinzugezogen. Sehr gut. Ich würde sagen, den Norden kontrollieren wir ebenfalls noch mit. Haben wir hier vielleicht? Erwarte eure Befehle. Wunderbar, wir haben vorausschauend gehandelt. Domus Docis Domus, Locus Gepide wird frei sein von diesem Pöbel. Na, 10 Minuten haben wir noch. Kommt zum Punkt, unsere Geduld hat ihr offen Wort. Ja, nun, ja. Wenn ihr das so sagt... Dann klingt das doch äußerst vernünftig in euren Ohren. Ihr wollt doch auch nicht sterben, ihr wollt Denaren verdienen. Euer Ehren. Das sieht gut aus. Euer Ehren. Ja, wir sehen hier auch die Wege, die immer ausgebauter werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Euer Gnaden. Ja. Jawohl. Ja.
Wir finden leider keine Handelsstädten mehr. Das ist sehr schade. Sehr problematisch. Erwarte Befehle. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, ihn nach Themyscira zu schicken. Wer soll heute sterben? Und hier mit ihm bin ich mir äußerst unsicher. Er tummelt sich hier mal rum in interessanten Gebieten, weil ich glaube, ich dort mal einen feindlichen Agenten oder zumindest einen freien Agenten entdeckt habe, aber... Bitte? Zielführend kann man das auch nicht nennen. Oh ja, hier gibt es ja noch die Auseinandersetzung mit den Parzern. Die Parzer schätze ich momentan sogar noch als gefährlicher ein als die Ägypter. Ich kann mir vorstellen, dass wir die Parzer nicht so schnell in die Knie zwingen können wie unsere ägyptischen Feinde. So, den Teil haben wir geschafft. Machen wir hier weiter. Dann haben wir den Pulk, bevor wir uns mit den anderen Gebieten beschäftigen. Also hier Parzien lassen wir jetzt mal außen vor. Mit Korn? Das ist doch gut. Das ist doch gut. Parzien lasse ich jetzt mal außen vor. Aber hier diesen Bereich. Das ehemalige Makedonische und das Griechische Reich, genau. Dort möchte ich angreifen. Den Bosporus können wir von mir aus mitnehmen. Befehle, Herr! Weiter! Ich mag Rebellen nicht. Schließe nicht! Imperator! Ich mag Rebellen nicht, sie sorgen nur für Ärger. Sie wiegeln Leute auf, sie stören die Struktur. General, stoßen vor! Ich habe dafür nichts über. Besonders sie verfolgen größtenteils keine Ziele, sie wollen nur Strukturlosigkeit hervorrufen und das ist... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Oder ob es nicht sinnvoller wäre, sich einfach mal in dieses funktionierende Konstrukt einzuordnen. Auf. Einfach mal zu sagen, ja, wir sind Teil des großen Ganzen, wir wollen Teil dieser zusammengefügten Welt sein. Sehr gut. Und jetzt könnt ihr gleich beginnen, mit Korn zu handeln. Erst den einen Agenten weg und sofort die Kornhandlung begonnen. Wunderbar, perfekt, absolut perfekt. Sind bereit. Ja, wir haben nur noch 30.000 Dinare, das heißt, um die Wachenverteilung kümmern wir uns später. Aber grundsätzlich ist das in Ordnung. Porulissum sieht gar nicht gut aus. Darum müssen wir uns definitiv kümmern. Ein wenig die Steuern senken, ja. Ein wenig die Steuern erhöhen. Ein bisschen mehr die Steuern erhöhen. Apollonia? Ja, da... Böse Zungen behaupten, Zufriedenheit lohnt sich nicht. Euer Gnaden. Seid ihr in der Lage, euch um ihn zu kümmern und dann sofort wieder euren Holzposten einzunehmen? Das fände ich sehr ansprechend. Geschaffe Waren. General! Vorwärts! Fügen wir die Einheiten zusammen. Sie müssen auf jeden Fall hier rüber. Wir sehen, hier sind noch
6 ägyptische Armeen, darunter 3 mit Generälen. Das Thema dort ist noch nicht durch. Unsere Verteidigungsanlagen sind im Prinzip für unseren Feind nicht überwindbar. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Hier büßen wir ein bisschen ein, das ist aber nicht so schlimm. Rückt in den Hafen vor. Bitte? Ich suche sofort das Gespräch. Mach das, Cassius. Und damit haben wir den Bereich nämlich auch vollständig abgeschlossen. Sehr gut. Ich glaube, ich würde dann am liebsten mit Nordafrika weitermachen, weil Partien doch ein größer Brocken ist, wo wir, glaube ich, auch noch den ein oder anderen Kampf durchführen müssen. Hi, Captain! Ja? Ihr wollt dort hintergehen. Titus von Dimidi, ihr wollt dort wirklich hintergehen. Ich möchte eure Träume natürlich nicht zerschlagen, daher macht euch auf den Weg. Ihr könnt dadurch die Wüste natürlich auch noch mehr kontrollieren. Ich möchte nicht behaupten, dass das nicht auch in meinem Interesse ist. Aber dennoch, natürlich, dort in der Wüste zu leben, das muss man mögen. Das muss man definitiv mögen. Ah ja. Ihr seid unser neuer Statthalter. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, ein ehemaliger Scipione, der sich auf unsere Seite geschlagen hat. Aber wie ich schon sagte, ich mag den Verrat, nicht den Verräter. Oh, dieses bürokratische Zeug schlingt auch immer Zeit. Gerade so nicht geschafft. Wie kann ich dienen? Wie ihr dienen könnt. Wie kann ich dienen? Begibt euch ebenfalls in die Wüste. Und deutlich. Ist alles in Ordnung, sehr schön. Cirilla hat endlich die Pestzeit hinter sich gelassen. Sorgt natürlich für innere Erleichterung, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich kaufe die Konkurrenz. Ja, mach das doch bitte. Den haben wir glatt übersehen, den jungen Mann. Und kurz im Vorbeigehen erledigt. Laut und deutlich. Also im Vorbeigehen die ein oder andere Aufgabe zu erfüllen, das ist angenehm. Am schönsten finde ich es zu sehen, wie einfach sich diese Städte in unser Reich einfügen lassen. Ja, kümmert euch erstmal um den Hauptmann. Und dann könnt ihr in die andere Richtung gehen und euch um die Einheiten kümmern. Haben wir hier noch... Wir werden hier doch sicher noch ein paar Agenten haben. Ich würde ihn gerne überzeugen und als Statthalter nutzen, das ist, denke ich, klar. Er könnte die Statthalterschaft in Sirta angehen. Punkt, Punkt. Unsere Geduld hat direkt auf ein Wort. Nun, wenn ihr das so sagt... Euer Ehren. In Nepte haben wir tatsächlich einen Statthalter. Nein, haben wir nicht. Da gibt es einen Anzeigenfehler. Ja. Weiter. Ich schicke euch dennoch nach Sirta. Ich möchte lieber die Küsten kontrolliert haben. Vorerst.
Deswegen belassen wir es dabei. Ihr müsst zurück. Ihr müsst euch um die Rebellen dort drüben kümmern. Das ist eure Hauptaufgabe vorerst. Oh, die Zeit. Sie rennt. Sie rennt einem wirklich davon. Daher werde ich mich für heute verabschieden. Wir werden das nächste Mal mit Nordafrika weitermachen. Wie gesagt, es gibt noch einen Angriff. Nein, es gibt gar keinen Angriff mehr. Wir haben dieses Gebiet schon erobert. Wir könnten uns natürlich zur Wehr setzen gegen die ägyptische Armee. Ja, aber das sind Zukunftssorgen. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Bis dahin, euer Imperator Caesar.